Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Chorprobe zu Hause. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit Liedern in Molltonarten. Das soll das Thema sein. Ja, etwa jedes zehnte Lied in unserem Chorbuch ist in Moll und wir gehen heute ein bisschen auf Entdeckungsreise. Drei Lieder habe ich mir rausgesucht. Wir beginnen aber mit einem kleinen Warm-up, dann einen kleinen Teil der Musik. Theorie, der ist wirklich ganz einfach und auch kurz, aber ich möchte euch mal den Unterschied zwischen Dur und Moll etwas näher bringen, sodass ihr da vielleicht auch in Zukunft etwas leichter mit umgehen könnt. Und dann haben wir drei Lieder, die wir heute zusammen singen. Das ist einmal Worauf baust du, wem vertraust du? Das ist sicherlich ganz gut bekannt. Bewahre uns Gott, das kennen wir aber vielleicht nicht in dem Satz, der jetzt im Chorbuch drin ist. Und als Abschluss heute das Wunschlied von euch. 251. Wir wissen fest. Und ganz zum Abschluss gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung. Aber dazu später mehr. Wir beginnen mit einem Warm-up. Ja, und das machen wir natürlich im Stehen. Also erhebt euch ruhig mal von der Couch oder aus dem Sessel. Und wir fangen mal an, uns zu strecken. Es ist total wichtig, dass wir körperlich aktiv sind beim Singen, dass der Körper wach ist. Dass wir den aktivieren. Wir können mal ein bisschen wippen, genau den Ballast des Tages abschütteln und klopfen uns auch mal aus. Das aktiviert den Kreislauf. Genau. Schön alles ausklopfen, dann werden wir schön warm. Ja, und wir bauen heute mal von unten nach oben die sängerische Grundhaltung auf und achten dabei ganz toll auf Lockerheit. Wir fangen mal an mit der rechten Seite, eurer rechten Seite, mit dem Fußgelenk. Das drehen wir. Schön rund drehen. Ganz locker dabei sein im Fußgelenk. Jetzt übernimmt mal die Führung das Knie. Fußgelenk macht nur noch mit und euer Knie zieht den Kreis. Probiert den mal schön rund zu machen. Vielleicht klappt das ja ganz gut. Und wir gehen noch eine Stufe höher zum Becken. Das dreht jetzt voran. Fußgelenk und Knie bewegen sich auch noch mit, aber die Führung hat das Becken. Ja, gut. Und wir gehen auf die andere Seite. Links. Das gleiche nochmal. Wir drehen das Fußgelenk. Schön rund, locker. Jetzt übernimmt die Führung das Knie. Fußgelenk macht nur noch mit. Schön rund. Und auch da gehen wir eine Stufe hoch zum Becken. Ja. Gut. Okay, jetzt bewegen wir einfach mal unseren Unterkörper, so wie wir ihn eben gelockert haben. Also alle Bereiche, das Fußgelenk, das Knie, die Hüfte und spüren nach, ob alles irgendwie in Bewegung ist und locker ist. Wenn das so ist, gucken wir auf den Oberkörper und wir fangen mal an mit der Bauchdecke. Dass die auch locker ist, darum kümmern wir uns jetzt und wir machen das mit. Okay, macht mal mit. Luft raus, Luft rein und. Genau, mir kommt es darauf an, dass die Bauchdecke immer wieder entspannt zwischendurch. Also machen wir mal mit und schaut mal. Die Bauchdecke fällt immer wieder komplett raus. Und mit mir zusammen. Luft raus, Luft rein und. Okay, wunderschön. Ja, unsere Bauchdecke ist total wichtig beim Singen. Eine Etage höher sind wir bei den Schultern, beim Brustkorb und bei den Schultern. Das Brustbein brauchen wir sehr aktiv zum Singen und die Schultern locker. Deswegen drehen wir sie mal nach hinten, nicht nach vorn. Nach vorn ist immer diese Richtung. Das brauchen wir nicht beim Singen. Wir wollen uns aufgerichtet haben. Also dreht die Schultern nach hinten, dabei ruhig die Arme mitnehmen. Es darf groß und weit sich alles anfühlen. Sehr schön. Ja, gut. Brustbein ist dabei sehr aktiv. Aufgerichtet nach vorne oben.
Okay, eine Etage höher ist jetzt der Kopf dran. Und da brauchen wir zum Singen den Kiefer. Und den streichen wir als erstes mal aus. Schön hängen lassen. Ruhig mal auf Ton. Oh. Oh. Mal. Genau, immer kontrollieren, dass der Kiefer schön locker ist. In unserem Mund ist die Zunge, die brauchen wir auch. Und die lassen wir erstmal einen großen Kreis fahren. So richtig schön. Ja, und da kann man schlecht sprechen. Andere Richtung. Und mal ausschütteln die Zunge. Sehr gut. Und was ganz oben kommt, sind die Augen. Die Ohren brauchen wir nur zum Hören. Aber wir kümmern uns jetzt hier noch um die Weite der Augen. Und um die richtig weit zu kriegen, machen wir mal das Gegenteil. Wir quetschen unser Gesicht ganz doll zusammen und auf mein Zeichen machen wir es total weit. Also macht mal zu, genau so eine richtige Schnute, Augen zumachen, alles zusammendrücken nach vorne in die Mitte und dann wieder öffnen. Und zumachen und öffnen. Und zumachen und nochmal öffnen. Ja, diese Weite, die ihr direkt in dem Moment nach dem Öffnen spürt, die ist total wichtig. Die können wir beim Singen mal nachempfinden. Wenn wir einen Klang besonders schön und hell haben wollen, strahlend haben wollen, dann brauchen wir diese Offenheit der Augen. Okay, wunderbar, jetzt stehen wir gut da und sind eigentlich bereit zum Singen. Ich setze mich jetzt mal ans Klavier und ihr könnt auch noch stehen bleiben für die Übungen. Ich habe mir heute zwei ausgesucht, die wir jetzt zusammen machen und die sollen auch ein bisschen den Unterschied zwischen Dur und Moll darstellen. Geht so. Ist das Dur oder Moll? Es ist Dur, also nehmen wir den Text. Dua, 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 dua. Mit euch zusammen. Und dua, 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 dua. Und wir nehmen auch gleich Moll noch dahinter und nehmen Moll, 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 Moll. Und Moll, 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 Moll. Jetzt wieder Dur. Dua, 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 dua. Moll, 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 moll. Dua. Dua, 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 dua. Moll, 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 moll. Dua, 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 dua. Moll, 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 moll. Dua, 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 dua. Moll, 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 moll. Ja, schön. Wenn ihr darauf achtet, Dua braucht offene Augen, ja, weil U ist immer ein Kopfklang. Dua, dua, du, dua, 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 dua. Also gleich hier oben den Klang mit reinbringen und beim Moll gehen wir durch die Nase. Moll, 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 moll. Also von M zu O geht's durch die Nase. Moll, 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 moll. Aber wir fangen mit Du an. Weite Augen. Und Dua, 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 Dua. Moll, durch die Nase. Moll, 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 moll. Dua. Dua, 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 Dua. Moll, 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 moll. Ja, nicht verwechseln. Es soll nicht in der Nase klingen, aber es soll die Richtung durch die Nase bekommen. Also von M zu O geht's durch die Nase. Moll, 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 moll. Das ist also nur eine Richtungsfrage. Okay, einen gehen wir noch. Dua. Dua, 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 dua. Moll. Moll, 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 moll.
Schön, haben wir schon mal den Unterschied zwischen Dur und Moll etwas beleuchtet. Ein Ton war immer anders, ja? Und wir machen noch eine Übung für die Höhe. Und zwar geht die so. Wir seufzen. Traurig in Moll. Wir mit euch zusammen und wir seufzen. Jetzt kommt aber die Sonne, wir lachen auch in Dur. Wir lachen mit euch zusammen und wir lachen. Mal hintereinander, wir seufzen erst in Moll und wir seufzen. Wir lachen. Wir seufzen. Wir seufzen, wir lachen, wir seufzen, wir lachen. Ja, vielleicht fällt es euch gar nicht so leicht, bei diesen kurzen Noten, diesen Staccato-Noten vom Lachen, auch wirklich die Töne zu treffen. Das ist gar nicht so schlimm, das fällt ganz, ganz vielen ganz schwer und das ist ganz normal, weil man Schwierigkeiten hat, den Punkt genau anzugehen. Und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja? Anja hat in der vorletzten Chorprobe erklärt, dass es eigentlich nur darum geht, da oben mal den Raum anzuregen und zu öffnen und locker zu machen. Also ob ihr den Ton trefft oder nicht, ist bei dieser Übung nicht das Wichtigste. Hier, Moll natürlich, wir seufzen und wir seufzen. Wir lachen. Wir können noch ein bisschen. Wir seufzen. Wir lachen. Einer geht noch, oder? Wir seufzen. Wir lachen. Genau, wer noch weitermachen will, drückt auf Pause und singt noch bis zum hohen C. Gerne weiter. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen beim Warm-up. Weiter geht's nun mit einer kleinen Infobox zum Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dur und Moll? Viel Spaß dabei. Dur klingt fröhlich, Moll klingt traurig. Aber warum ist das so und wo liegt eigentlich der Unterschied? Kurz erklärt. Eine Tonleiter besteht aus einer Folge von Tönen. Dabei ist aber nicht jeder Schritt gleich groß. Es gibt Ganztonschritte und Halbtonschritte. Bei C-Dur liegen die zum Beispiel hier, also zwischen dem dritten und vierten Ton sowie zwischen dem siebten und achten Ton. Das Gehirn von geübten Sängern hat zum Glück längst gelernt, wann bei einer Dur-Tonleiter ein Ganztonschritt und wann nur ein Halbtonschritt kommt. Zu jeder Dur-Tonart gibt es nun eine parallele Moll-Tonart und diese beinhaltet auf einer Klaviertastatur die gleichen weißen und schwarzen Tasten. Nur der Startton, auch Grundton genannt, ist ein anderer. Zu C-Dur gehört A-Moll. Und weil man für C-Dur keine schwarzen Tasten braucht, gibt es in A-Moll auch keine. Die Halbtonschritte bei A-Moll liegen zwischen der zweiten und dritten sowie der fünften und sechsten Stufe. Sie sind also nicht an derselben Stelle wie bei einer Dur-Tonleiter. Okay, das erklärt, warum verschiedene Tonleitern unterschiedlich klingen. Aber warum klingt Moll nun trauriger? Schauen wir uns dazu zwei Dreiklänge an, also den ersten, dritten und fünften Ton einer Tonleiter. Oben C-Dur und darunter C-Moll. Der Unterschied liegt beim mittleren Ton, der Terz. Ist diese groß, also hoch, dann leuchtet der Akkord. Er klingt hell und freundlich. Ist die Terz klein und tief, dann klingt der Akkord etwas dunkel und trüb. Das erste Lied dieser Chorprobe soll heute Abend sein »Worauf baust du, wem vertraust du?« Nummer 194. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Und ich erzähle euch schon mal was über den Textdichter. Gustav Mankel habt ihr sicherlich hier und da schon im Chorbuch entdeckt. Bei anderen Liedern, das war ein neuapostolischer Bezirksältester aus Köln. Und der hat verschiedene Texte zu richtigen NAK-Klassikern geschrieben. Unter anderem »Gib mir zu trinken« oder »Ich liebe Herr dein Reich« oder was hat er noch geschrieben? »Ich halte mich Herr zu deinem
Altar. Also alles echte Klassiker. Und worauf baust du, wem vertraust du? Das gibt's auch schon eine ganze Weile. Kennt ihr sicherlich auch. Ich lade euch einfach einmal ein, dass wir zusammen die erste Strophe singen. Wenn ihr es kennt, singt ihr mit. Wenn ihr es nicht kennt, hört ihr einfach mal zu, dann lernt ihr es ein bisschen übers Klavier kennen. Sopran, Tenor, Bass. Eins und. Kraftvolles Lied, gar nicht traurig, sondern wirklich groß wird die Frage aufgeworfen, worauf baust du, wem vertraust du? Dann dieser engelsgleiche Oberchor, Seele höher, was Jesus spricht. Und dann aber die Bestätigung, was auf Fels gebaut besteht, was auf Sand das Feld zerbricht. Ja, wir kümmern uns mal zuerst um den Alt und singen den Alt. Jeder, der auch Alt singen kann, ist mal herzlich dazu eingeladen. Wo, eins und. Worauf baust du, wem vertraust du? Seele, höre, was Jesus spricht, was auf Fels gebaut besteht. Was auf Sand das Feld zerbricht. Schön. Gut, nehmen wir mal den Bass dazu. Das ist der Alt, das ist der Bass. Eins und. Worauf baust du, wem vertraust du? Was Jesus spricht, was auf Fels gebaut besteht, was auf Sand das Feld zerbricht. Genau. Jetzt kümmern wir uns um den Tenor. Worauf? Eins und. Vertraust du, Seele, höre, was Jesus spricht, was auf Fels gebaut besteht, was auf Sand das Feld zerbricht. Genau. Und alle zusammen, ich spiele den Sopran nochmal laut mit. Eins und. Ein paar ganz kleine Bemerkungen möchte ich gern loswerden zu diesen Achtellinien, die es gibt. Diesen Bewegungen zum Beispiel im Tenor in Takt 3. Und das Gleiche gilt dann auch für den Alt im vorletzten Takt des Liedes. Ja, wenn man hier so ankommt im Tenor. Worauf baust du, wem vertraust du? Ist ja das schon ja wie eine Solostelle, wo man richtig zu hören ist. Ja? Ich finde, die sollte nicht zu aufwendig gesungen werden und vor allem nicht mit Haas dazwischen. Nicht ha 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 haust du, sondern wirklich eher schlicht, eher linear.
Traust du. Linear einfach drüber. Es gilt dann auch für den Alt. Ihr habt ja auch gerne mal solche Schlenker auch in anderen Liedern. Sand, das fällt, zerfällt, zer. Nicht so kurz, sondern fällt, zerbricht. Schlicht drüber. Und dann noch ein Hinweis, Auftakt zu 7, der Bass. Ich bin ja selbst Bass und ja, ich weiß, dass es einen da juckt, gerade wenn man diesen Oberchor vorher gehört hat in den 2 Takten davor. Seele, hör was. Und jetzt kommt, was Jesus spricht. Ja, das kann richtig rausposaunt werden und ich glaube, genau so ist es nicht gemeint. Also probiert vor allem den Auftakt nicht zu sportlich zu nehmen, nicht zu kurz, dann klingt das gleich so militärisch. Was Jesus spricht. Und dann auch nicht weiter so marschieren. Was auf Fels gebaut besteht. So alt ist das Lied dann doch nicht, dass es so gemeint ist, denke ich. Sondern es ist mehr in dem großen Fluss. Was Jesus spricht. Und auf Linie. Was auf Fels gebaut besteht. Was Sand, das Feld zerbricht. Also wirklich Mut zu der Linie, dass ihr da so einen Teppich drunter legt und nicht so ein Marschieren. Darunter. Okay, heute Abend haben wir auch wieder einen Digitalchor und ich lade euch jetzt ein, dieses Lied gemeinsam mit dem Digitalchor zu singen. Das zweite Lied dieser Chorprobe ist Bewahre uns Gott, Nummer 156. Ich glaube, das kennen die meisten von euch ziemlich gut. Es ist auch in unserem Kinderliederbuch drin und auch im Jugendliederbuch gibt es einen Satz dazu. Ja, und nun gibt es auch im Chorbuch einen Satz, der ist dreistimmig und sicherlich hier und da etwas ungewöhnlich erstmal auf den ersten Blick. Wir haben nicht die normale Aufteilung in die Klaviatur, wie wir das in vielen anderen Chorsätzen haben, sondern eine geteilte Partitur. Das macht es vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich und unübersichtlich und dem wollen wir uns heute stellen. Ja, wir kennen das Lied sicherlich gut und singen einfach mal die schöne Melodie auf Do. Das ist der Ton. Und Do, 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 Do. Do, do, do.
Ja, ein wunderschönes Lied, eine melancholische Melodie, ein toller Text. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Wer hätte gedacht, dass dieses Lied aus Argentinien stammt? Ja, die Geschichte dazu ist, dass der schwedische Pfarrer Anders Ruth nach Argentinien entsandt wurde und dort hat er Text und Melodie dieses Liedes geschrieben. Allerdings natürlich nicht in deutscher Sprache, sondern er hat das Lied in Spanisch verfasst, auch mit dem südamerikanischen Feuer und Rhythmus, der dahinter steckt. Also wenn ihr dieses Lied, was im Originaltitel La Paz del Señor heißt, mal bei YouTube nach der Corpro besucht, dann werdet ihr Versionen finden, die so gar nichts mit der Stimmung zu tun haben, die wir hier mit dem Lied verbinden. Und ich lade euch einfach mal dazu ein, mit mir das Experiment zu wagen, dieses Lied jetzt zumindest in der ersten Strophe auf Spanisch zu singen. Damit ihr mutig seid, habe ich mir gedacht, bin ich auch mutig und trage diesen modischen Hut dazu. Der Text der spanischen Version heißt Der Friede des Herrn, der Friede des Herrn, der Friede des Auferstandenen. Er erreicht dich, mich und alle. Also der Friede des Auferstandenen erreicht dich. Und das ist eigentlich eine ziemliche fröhliche Botschaft und deshalb ist das wahrscheinlich in Südamerika auch mit mehr Feuer im Blut vorgetragen. Lasst uns einfach mal probieren. Ich blende den spanischen Text unten ein. Denkt nicht so viel drüber nach, ob der jetzt richtig ausgesprochen ist oder nicht, sondern steigt einfach mal mit ein. Los geht's. Und La Paz del Señor, La Paz del Señor, La Paz del Resucitado, La Paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La Paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. Das hat nicht so viel damit zu tun, wie wir das hier singen. Das ist vielleicht auch in Ordnung so, aber es ist doch ganz nett, diesen Hintergrund mal zu kennen. Wir nehmen jetzt wieder die Stimmung unserer Version auf und kümmern uns mal um den Bass. Bewahre. So geht's los. Eins und. Bewahre uns Gott. Sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns bewahre uns Gott mit deinem Ja, schön. Also euch fällt auf vielleicht, dass ihr nicht den ganzen Text habt in den Männerstimmen. Also in der Männerstimme. Tenor und Bass singen das ja zusammen. Also am Anfang nicht, singt ihr auch nicht, wenn der Sopran schon ab Takt 4 den Text der neuen Strophe singt. Und am Ende habt ihr auch immer in den Strophen 1 bis 4 Bewahre uns Gott. Wir können uns mal wagen, Sopran und Männerstimmen zusammen zu singen. Eins und. Hör uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns Für die Soprane und die Männerstimmen ist das eigentlich nicht besonders schwer, dieses Lied, oder? Die Würze bringt jetzt der Alt rein. Auch so vielleicht ein bisschen das Südamerikanische rhythmisch versetzte, denn wir sehen Synkopen, also übergehaltene Noten von einem Takt in den anderen. Und die bringen wirklich die Würze in dieses Lied. Wir singen mal alle zusammen Alt. Es ist gut, wenn wir das alle können. Nur der Alt geht da direkt los. Und
Bewahre uns, Gott, behüte uns, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle. Ja, da könnt ihr ruhig mal, wenn ihr damit noch Probleme hattet, auf Pause drücken, nochmal zurückspulen und das noch ein, zwei Mal wiederholen. Wir machen das jetzt auch noch nicht komplett in der dreistimmigen Variante, sondern wir nehmen noch einen Zwischenschritt mit. Unser Digitalchor hat es eingesungen. Ihr hört jetzt aber mal nur die Altistin singen. Die anderen Stimmen werden mit Klavier gespielt und so kann der Alt sich nochmal in seine Stimme reindenken. Sehr schön. Und jetzt singen wir zusammen die Strophen 1, 2 und 4. Als letztes Lied in dieser Chorprobe habe ich mir rausgesucht Nummer 251, Wir wissen fest. Und das ist auch aus dem Pool eurer Wunschlieder entnommen. Ich wollte natürlich beim Moll bleiben, deswegen habe ich heute kein großes Körbchen, aus dem ich ziehe, sondern habe das einfach ausgewählt. Es ist auch eins meiner Lieblingslieder, muss ich ehrlich sagen. Als ich das Chorbuch damals durchgeblättert habe, ist mir das sehr schnell aufgefallen und ich habe mich sehr gefreut, dass wir so einen schönen Satz hier von dem französischen Komponisten Roger Trunk drin haben.
Wir wissen fest, da es ist in Moll, das gefällt mir so gut an diesem Lied in G-Moll, es ist in Moll, aber es hat so eine Kraft. Wir wissen fest, dass Gottes reicher Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Also da spricht eine große Überzeugung, so ist der Satz auch, es steht lebhaft drüber, also es wird dann auch nicht zu langsam vorgetragen. Da ist einfach eine große Kraft drin, die mich sehr schnell angesprochen hat. Und dann im Kontrast zur ersten Seite diese wunderschöne Sopran-Melodie auf der zweiten Seite. Also wir haben zwei Abschnitte und kümmern uns erstmal um den ersten. Los geht's mit dem Tenor. Hier geht's los. Eins und. Wir wissen fest, dass Gottes reiche Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Er hat für dich und mich am Kreuz gelitten. An seinen Tisch will er uns alle bitten. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal den Bass allein, auch unbegleitet. Wir, eins und. Wir wissen fest, dass Gottes reiche Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Er hat für dich und mich am Kreuz gelitten. An seinen Tisch will er uns alle bitten. Genau, ihr könnt einfach nochmal zurückspulen, wenn es zu schnell ging. Alt, mit Sopran und Bass zusammen. Also wir haben hier Alt, Tenor, Bass. Eins und. Wir wissen fest, dass Gottes reicher Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Er hat für dich und mich am Kreuz gelitten. An seinen Tisch will er uns alle bitten. Ja, also die drei Unterstimmen, die haben den gleichen Rhythmus, ja, sprechen den Text zumindest an der gleichen Stelle. Der Sopran, der jetzt dazukommt, der hat regelmäßig fast alle zwei Takte einen anderen Rhythmus zu singen. Das fällt euch auf in Takt 4, in Takt 6, in Takt 8 und so geht es weiter, noch weiter über dieses Lied hinweg. Ich glaube, das ist aber lösbar für den Sopran und deswegen nehmen wir gleich alle Stimmen zusammen. Eins und. Wir wissen fest, dass Gottes reiche Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Er hat für dich und mich am Kreuz gelitten. An seinen Tisch will er uns alle bitten. Sopran gleich mal weiter und. Mal. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt, erfüllt uns mit Freude, weil Gott dir Herr uns lenkt. Ja, schön. Okay, der Alt, dem wenden wir uns jetzt mal auf der zweiten Seite nicht extra zu, weil das ein sehr übersichtlicher Tonvorrat ist, mit dem ihr da zu tun habt. Wir machen gleich Sopran und Alt zusammen und es kommt der Bass dazu. Das ist der Sopran, das ist der Alt und der Bass. Eins und. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt,
erfüllt uns mit Freude, weil Gott, der Herr, uns lenkt. Das könnt ihr auch nochmal wiederholen, wenn ihr das braucht. Und wir nehmen alle zusammen. 1 und... Was ist eigentlich ein gutes Tempo für dieses Lied? Das ist eine spannende Frage und die hat auch bestimmt nicht nur eine richtige Antwort. Hier steht drüber lebhaft und es ist in einem 2/2-Takt notiert, also nicht in einem schreitenden Viertelrhythmus, sondern in einem beschwingten Metrum, in einem schwingenden Metrum. Und mit dem Begriff lebhaft wollte der Komponist wahrscheinlich einfach verhindern, dass wir es zu langsam nehmen. Wir sind vielleicht verleitet, hier und da Moll-Lieder aufzuschlagen und der erste Eindruck sagt, naja, das darf dann nicht zu schnell sein, ist ja Moll. Und das sollte hier, glaube ich, einfach den Impuls geben, mach's nicht zu langsam, singt's doch auch mal beschwingt. Ihr werdet gleich hören, auch der Digitalchor hat es beschwingt aufgenommen. Ich hoffe, euch gefällt das, mir auf jeden Fall und viel Spaß jetzt beim Mitsingen dieses wunderschönen Liedes. Wir wissen fest, dass Gottes reicher Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Er hat für dich und mich am Kreuz erlitten. An seinem Tisch will er uns alle bitten, die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt. Erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr uns lenkt. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt. Erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr uns lenkt. Wir wissen fest, dass Gottes reicher Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Schmerzen, vergibt die Schuld und macht frei unser Herzen. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt, erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr uns lenkt. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt, erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr lenkt. Wir wissen fest, dass Gottes reicher Segen durch Jesus Christus ist allen gegeben. Wenn ihr ihn kennt, dann lebt nach seinem Worte. Wer ihn bekennt, preist ihn an jedem Orte. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt, erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr uns lenkt. Die Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt, erfüllt uns mit Freude, weil Gott der Herr uns lenkt. Das war sie, die Chorprobe zu Hause. Folge 5, toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Was Jens in der nächsten Woche mit euch machen möchte, das erklärt er euch jetzt selbst. Hallo, ich grüße euch. Ich bin Jens und ich freue mich schon sehr darauf, euch am kommenden Montag, den 15. Juni, zur nächsten Chorprobe zu Hause zu begrüßen. Im Mittelpunkt meiner Chorprobe werden die Psalmvertonungen »Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet« und »Herr, mein Gott, ich traue auf dich« stehen.
Diese beiden etwas umfangreicheren Lieder sind sicher vielen von euch schon bekannt, aber ich denke, gemeinsam werden wir bestimmt auch noch neue Details daran entdecken. Also, ich hoffe, wir sehen uns am kommenden Montag. Bis dahin, tschüss! Danke, Jens. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Chorprobe mit dir am kommenden Montag. Ja, ich hatte ja eine Überraschung angekündigt als Abschluss zu dieser Chorprobe und die soll es nun natürlich unbedingt auch noch geben. Das Lied Bewahre uns Gott, das haben wir heute sicherlich zum großen Teil in einem neuen Licht kennengelernt, nämlich mit diesem südamerikanischen Ursprung. Und ich habe einfach mal meinen guten Freund Jan Hausdorf angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hätte, mal eines seiner tollen Klavierarrangements oder Improvisationen über Bewahre uns Gott zu machen und das für unsere Chorprobe zur Verfügung zu stellen. Und Jan hat tatsächlich Ja gesagt, darüber habe ich mich ganz doll gefreut. Und als Abschluss werden wir jetzt also sein Arrangement von Bewahre uns Gott hören. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt vor allem gesund, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.